Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Rocket. Bevor wir da jetzt direkt an den Tisch gehen, nochmal in eigener Sache ganz kurz. Ihr wisst es ja selber, es ist Sommer, es ist auch bald Urlaubszeit. Das bedeutet natürlich, dass auch ich demnächst ein wenig frei nehmen werde. Ich kann es nicht ganz genau sagen, wie es in den nächsten Wochen passiert. Wenn es dann jedoch keine Videos gibt, dann ist das kein Grund zur Sorge. Dann könnt ihr euch damit trösten, dass ich einfach mal ein bisschen die Reservetanks auffülle. Falls ihr euch dann doch langweilen solltet, kann ich euch empfehlen, mal die Videos anzuschauen, die ich in der Playlist mit den englischen Untertiteln zusammengestellt habe. Da könnt ihr dann gleichzeitig ein wenig den englischen Feinschliff mitnehmen bzw. bewundern, wie gut die auch von Bob aus Kanada, nee, aus den Staaten übersetzt worden sind. Das ist eine ganz feine Sache. So, nun aber hier rein ins Vergnügen. Eine Geschichte habe ich mitgenommen aus den letzten Kommentaren. Da musste ich mir doch von euch anhören, dass ich die Sache hier ein bisschen zu defensiv angehe. Ja, kann natürlich sein, wo ich jetzt schon qualifiziert bin, dass ich es in den letzten Wochen ein wenig habe schleifen lassen, dass ich jetzt hier bei dem Format doch einfach ein bisschen mehr mal wieder die Rohre fluten muss. Also gesagt, getan, gleich mal hier im ersten Spiel 20 gerufen, Besitzer geworden, ja, gar nicht schlecht gefunden. Pik Bube und Karo Lusche, wir haben nur ein Problem, das übliche. Wir können den schönen Sechstrümpfer Karo mit 10 Augen Pik im Keller nicht mehr spielen, weil natürlich bei 20, beziehungsweise weil es der Pik Bube war und nicht der Karo Bube, den wir lieber gefunden hätten. So, den Karo Schneider, ne, Kreuz Ass Dame 7 plus 2 bis 3 Trumpfstiche, das scheint mir nicht so besonders aussichtsreich. Dann lieber mal einfach 20 in den Keller, Kreuz spielen, hoffen wir mal, dass Herz auf den Tisch kommt oder Karo. Dann bieten sich da sehr wahrscheinlich gute Chancen, 4, 5 volle nach Hause zu kriegen. Na, besser wäre wohl 5, ne? Wollen wir es ganz ehrlich sagen. Na, das ist doch schon mal ein Traumauftakt. Blank rausgespielt, Karo König dabei auch weg. Karo Dame ist hoch und macht sogar hier den Stich. Das heißt, Beikarte schon etabliert, ein Tempogewinn auch noch, 23 Augen. Wunderbar. Ziehen wir mal einmal Bube. Okay, bleibe am Stich. Also Mutmaßung ist natürlich, Spieler 2 könnte, wenn überhaupt, die 4 Trümpfe haben oder sogar 5, aber das wollen wir mal nicht hoffen. Gehen wir mal erstmal noch davon aus, dass Trumpf zu 4 sitzt. Ah, und jetzt fliegt aber Karo Bube von Spieler 2. Das ist insofern überraschend, als er dann wohl der Mann mit den 2 Trümpfen ist. Ja, ich bleibe hier auch am Stich, dann sind es schon 33, das sieht doch schon ganz gut aus. Insofern überraschend, als er dann nicht Karo Dame gestochen hat, wo er nur 2 Trümpfe hat. Ich glaube, das wäre dann besser gewesen, den Karo Buben da auf die 3 Augen mitzunehmen. Jetzt hat er ihn auch nicht nach Hause bekommen. Gut, mir soll es recht sein. Jetzt muss ich hier gerade noch mal ein bisschen überlegen, ob ich irgendwie Gabel spiele oder irgendwas. Aber das klappt alles nicht, weil ich noch einen Trumpf länger bin. Außerdem bin ich ja jetzt mit dem Stich schon auf 47. Das heißt, ich brauche nur noch einen König stechen oder eine Dame, also ein Bild mit meinem Trumpf Ass, das müsste doch mit dem Teufel zugehen und da ist auch schon die Herz 10. Gut, damit bin ik zu Hause, dann schieben wir nochmal locker Pik raus. Oh, und hier überraschenderweise Spieler 3 zieht mir nicht den letzten Trumpf ab. Das ist jetzt hier nicht super wichtig, ich habe ja schon gewonnen. Es sind aber nochmal 3 Augen mehr und schon so ein kleiner Hinweis, dass Spieler 3 vielleicht nicht ganz Herr über die Trümpfe ist, die sich so im Spiel befinden. Das kann natürlich mal sein. Tja, wenn die Damen Buben wären, manchmal denke ich das, versuche es mir dann vorzustellen, wie das Blatt aussähe, wenn das alles Buben wären statt Damen und der Karo Bube dann natürlich eine Dame. Aber das sind natürlich müßige Gedanken, die bringen mich auch nicht voran. Stattdessen schauen wir mal lieber, ob dieser Grang irgendwie zu beißen ist, denn schließlich geht der Spieler erstmal über die Dörfer, aber leider entscheidet er sich dann, ja, instinktiv wohl richtig, im dritten Stich dann doch dafür einen Buben auszutun. Ich hätte natürlich gerne nochmal was gestochen mit meinem Karo Buben. So, das sieht ja fast so aus, als ob mein Partner vielleicht noch auf dem Buben sitzt. Ja, aber was soll es nützen, wenn die Pik 10 da ist? Ja, und sie ist da, dann können wir auch nichts machen, dann wird der Spieler wohl gewinnen, wahrscheinlich auch noch voll gedrückt, 78 Augen, ganz lässig.
Na, mit solchen Karten, das sind die guten Nachrichten, da kann man eigentlich wenig falsch machen, zumindest mal beim Reizen. Mein Partner hält noch die 18, passt auf 20. 18 ist natürlich kein wirkliches Gebot, wo man irgendwas von ableiten kann. Also hat er jetzt Karo gereizt? Möglich, hat er einfach nur ange, aber nicht unbedingt wahrscheinlich, wo ich selber die Hand voll habe. Hat er auch den Herz gereizt und auf 20 auf das Reizgebot gepasst? Das kann, ist schon eher wahrscheinlich, als dass er Karo gereizt hat. Kann aber auch nur mal angereizt sein. So, ich denke jetzt mal, Karo will ich vielleicht dann gerade noch nicht aufspielen. Ich greife mal in die Pik 10 zu dritt, das erscheint mir relativ harmlos, da sollte noch nicht viel mit kaputt zu machen sein. Tja, denkt man so, aber geschnippelt mit der Dame vom Alleinspieler. Ja, wo ist Pik König? Im Keller? Oder hat ihn mein Partner noch und ist nicht raufgegangen? Oder der Alleinspieler hat ihn sogar noch in der Hand und will mich bluffen? Na, das, ich ziehe das alles schon mal vorsichtshalber in Betracht, da werde ich also nicht allzu große Stücke drauf geben, jedenfalls noch nicht alles. Ich bleibe hier am Stich und dann sage ich mir, okay, ich wechsle die Farbe. Falls Pik dein Problem ist und mein Partner noch drei Trumpf hat, dann wird es auch dein Problem bleiben. Ich helfe dir dabei nicht. Und das ist jetzt natürlich wirklich überraschend. Karo, auch der Schnitt mit dem König. Was hat denn mein Partner dann? Naja, jedenfalls schon mal beide Trumpf vollen und sicher auch noch einen dunklen Buben. Zweimal und dadurch mit Zweien spielt er sicher nicht. Gut, okay, Karo war es auch nicht. Ich greife ins Kreuz. Irgendwann müssen wir den Alleinspieler doch mal da erwischen, wo es weh tut. Gut, jetzt würde ich sagen, kommt die Zeit meines Partners, seine große Stunde. Jetzt wird er doch wohl mal zwei Stiche machen. Ich meine, eigentlich muss er Trumpf König auch noch haben. Dass das jetzt ein Sechstrümpfer ist, mit drei Assen dabei, ist ja schon unwahrscheinlich, wo wir schon zweimal schnibbeln gesehen haben. Also kann es an sich nur ein Fünftrümpfer sein. Und da mein Partner auf meinen beiden roten Buben Trumpf Ass und 10 legt, und sicher nicht freiwillig einen Stich aufgegeben hat, wird er wohl den Trumpf König auch noch haben. Soweit meine Theorie. Erstmal wimmeln. Theorie bewiesen. Ah, und Trumpf Dame fällt. Dann hat mein Partner die 5 Trumpf und der Alleinspieler nur einen 4 Trumpf. Muss hier schon abschenken. Dann würde ich sagen, wird das jetzt aber ein ganz trauriges Erwachen. Ja, da fliegt das erste Ass, da fliegt das zweite Ass. Hast du das gesehen? Zweimal groß geschnippelt und hinterher 25 Augen nach Hause bekommen. Na gut, also ein Viertrümpfer ohne Trumpf volles. Klar, wenn die Beikarte nur drei hohle Asse sind, dann muss man da ein bisschen schnippeln. Das war jetzt aber ein Schlag ins Kontor. Spieler 3. Ich will nicht sagen, er ist raus, aber aus dem engeren Rennen um die Titelmelodie ist er erstmal ausgeschieden. So, und das ist ein schönes Ding hier. Das wird natürlich gereizt, zur Not auch bis 48 oder weiter. Da gucke ich mir kein 0 Louvert und auch keine 0 Louvert Hand mit an. Ich komme aber schon für 24 ran. Naja, die Findung ist dann eher durchwachsen. Gut, wissen wir, was wir drücken können. Bleiben wir ganz solide bei einem Karo-Spiel. Ja, das war natürlich klar. Blank raus, Herz. Dann winkt hier natürlich sofort der Überstich. Gut, ich biete ihm gerne ein Bild an. Soll er auch überstechen, ist mir lieber, als wenn hinten 5 Trumpf sitzt und jetzt irgendwie Pik abschmeißt. Er sticht auch rüber auf 19 Augen. Gut, mit dem Herz Buben. Im schlimmsten Fall war der blank und Spieler 3 hat jetzt noch 4 Trümpfe mit beiden Trumpf vollen. Dann kann es nur dann ein Problem geben, wenn er mir auch die vollen absticht. Oh, nein, das ist gerade noch mal gut gegangen. Kein Abstich. Es kann aber natürlich auch sein, dass Spieler 2 entweder noch den Karo-Buben führt und mich hier anschmieren wollte, aber was ich für wahrscheinlich halte, er könnte noch die Trumpf-Lusche halten, deswegen kann ich jetzt also noch mal einmal Trumpf unter durchspielen, falls sie wirklich 3-1 stehen, und so ist es auch. Trumpf-Lusche, Karo-Ass genau auf 30, und wenn jetzt kein Überstich mehr kommt, was natürlich unwahrscheinlich wäre, dann habe ich jetzt Rest, zweimal Trumpf-Abzug, da hole ich den Buben und die 10, na, kann ich auch direkt mal zeigen, und dann ist das Spiel noch Schneider geworden. Ich will euch nicht enttäuschen, also 18, aber 20, nee, auf keinen Fall. Ich habe ja eine gewisse Fantasie mir immer antrainiert, aber so weit reicht diese Fantasie nicht, dass ich jetzt hier in Mittelhand
gegen Reizung aus Hinterhand noch ein gewinnbares Spiel finden möchte. So, Kreuz wird gespielt. Ich gehe rauf mit meinem Karo Ass. Kann ja blank sein, geöffnet von meinem Partner. Kann auch aus der 10 zu dritt sein, sei es drum. Auf dem Tisch, da sterben sie, wie es so schön heißt. Und dieser hier stirbt ganz sicher nicht. Der ist schon längst zu Hause, Herz 10 auch noch im Keller. Aber Karo 10 haben wir noch eingesammelt. Dann kommen wir auch raus, der Spieler gibt auf, hat gewonnen. Also Spieler 2 ist hier ganz offensichtlich mein Hauptkonkurrent, so ist es im Moment zumindest. Spieler 3 hängt noch in den Seilen und Spieler 2 zieht sich das nächste Spiel rein. Ja, ich habe nur die roten Farben, da kann ich natürlich nicht ganz so weit reizen. Dunkle Farben haben bessere Chance ans Spiel zu kommen. So, 3 Trumpf dagegen, ja, Herzaufschlag unterm Ass will ich meistens noch nicht im ersten Stich versuchen, kann ja mal sein, dass das noch wichtig wird, da auf die 10 zu schnippeln. Also aus der Karo 10 zu dritt ganz solide, König wäre auch eine mögliche Aufspielkarte, wird aber in der, ja, in der gehobenen Spielklasse nicht so gerne gespielt, weil er es dem Alleinspieler dann doch ein wenig zu leicht macht. Es kann natürlich auch mal sein, dass der Alleinspieler jetzt etwas günstiger in den Schnitt kommt, so wie, na, wird das hier so sein, wer hat das Ass? Ja, sieht so aus, genau, dann kommt er hier mit Ass Lusche etwas günstiger davon, den König hätte er vielleicht rausgenommen. Es gibt eben aber auch diverse Konstellationen, wo es für den Alleinspieler viel unangenehmer ist, wenn er da auf Ass Doppellusche oder Ass Dame Lusche sitzt, wenn erstmal von mir der König noch zurückgehalten wird. Also das ist soweit in Ordnung, 3 Augen für uns, und ich weiß jetzt natürlich, dass ich mit der Karo 10 den Alleinspieler gut unter Druck setzen kann. So, hab das damit auch gar nicht eilig. Ich denke mal, ein, wenn nicht zwei Trümpfe hat mein Partner noch, soll er mich doch erstmal einmal anspielen. Ich möchte jetzt nicht zu schnell meine Trumpfstiche aufgeben. Jetzt kommt bei der 20er Reizung hier Herz auf den Tisch. Ja, ich vermute mal aus der langen Farbe, ich vermute es. Und dann reicht hier natürlich der König. Dann könnte es noch Pikstiche geben, da kann ich muss ich wahrscheinlich sowieso die Pik 10 verlieren, dann könnte ich vielleicht wenigstens da das Herz Ass und oder Karo 10 unterbringen. Also wir gehen erstmal bescheiden ran mit dem König, sollte reichen, aber da habe ich wohl mit Rosinen gehandelt. Schaut es euch an, Herz 10 beim Alleinspieler, das ist natürlich ungünstig, das ist glücklich für den Alleinspieler, dann wird er wohl in der bestellten 10 stehen, klar, dann war das jetzt die blanke Karte von meinem Partner. Gut, muss ich zugeben, das habe ich irgendwie nicht so erkannt, das hatte ich nicht so auf dem Radar, dass das nun gerade der blanke war. Na gut, na gut, na gut, dann sind wir sehr gut raus. Okay, Endspiel war jetzt auch nicht ganz auf dem Punkt, er hätte mit der Trumpflusche noch einen warten können, damit meine Pik 10 mit heimgeht. Na gut, macht alles nichts, der Alleinspieler gewinnt. 298 zu 200, hat sich also schon ein wenig abgesetzt. Das Ganze bei Spiel 6 von 12, wir sind also genau bei der Hälfte. Da ist 200 ein rundes durchschnittliches Ergebnis, aber das reicht natürlich noch nicht, um im Turnier voranzukommen, da müsste noch ein wenig mehr passieren. Jetzt ist aber erstmal Spieler 3 wieder dran, der hat ja auch noch ein bisschen was wieder gut zu machen, ein bisschen was aufzuholen. Wird ja Zeit, dass der auch mal ein Gewinnspiel in die Hand bekommt. Ich bin bis 0 mitgegangen, mehr taugt mein Blatt nun wirklich nicht. Jetzt spielen wir gegen ein Kreuz, bei dem ich nicht unbedingt glaube, dass da irgendwas gehen könnte. Zwei Herz nur, Abwurf schon. 10 blank bei meinem Partner, na großartig, Trumpf Ass beim Alleinspieler, naja. Das war es dann schon. Schneider sind wir geblieben, endlich das erste Gewinnspiel, auch für Spieler 3. Geduldig bleiben ist die Devise und auch immer aufmerksam bleiben. Das ist so ein typischer Fehler, wenn die Karte bei dir selber nicht läuft, dass du dann irgendwann so ein bisschen die Konzentration verlierst, ein bisschen aufgibst, dicht machst, gerade im Gegenspiel. Das sollte euch einfach nicht passieren.
denn dafür ist das Spiel, verzeiht das Spiel zu wenig Fehler und ein hingeschenktes Spiel, das könnt ihr nicht mehr aufholen. So, ich würde sagen, das lief jetzt gerade mal sehr glücklich mit der blanken Karo 10. Ja, jetzt spielt mein Partner wieder Herz. Gut möglich, dass das richtig ist, aber ich vermute fast wieder, dass er allein schon wieder die 10 hochgespielt bekommt. Ja, so ist es auch. Hätte er ihn besser jetzt mal in das Pik Ass eingespielt, selber mal versucht, sich seine 10 freizuspielen, denn so ganz ohne weiteres spielst du ja so einen Gang mit nur einem Buben und der Schwäche in Karo auch nicht. Also, dass der noch in der Herz 10 hockt, das überrascht mich jetzt nicht. Mein Partner hat es offenbar schon überrascht. Ja, 85 allerdings. Also die Herz 10 hätte hier den Kohl nicht fett gemacht. Klar, sonst kriegen wir natürlich noch die Herz 10 und die Pik 10. Das sind dann schon zwei volle, hätte aber wohl immer noch nicht gereicht. So, neuntes Spiel, mein Auftritt jetzt wieder bei 18 in Vorhand. Naja, gar nicht schlecht gefunden. Ich Kreuz 7 drin hätte, wäre es ein Null wär, habe ich aber nicht. Dann ist es ein 6-Trümpfer Kreuz, 10 Augen im Keller. Ja gut, das Spiel kann gut und rund laufen, wenn Trumpf 3-2 steht und Herz 2-1, wenn Trumpf zu viert steht oder Herz zu dritt, dann wird es kritisch, dann komme ich zu kurz, dann fliegt das ganze Ding mir um die Ohren. Aber bisher habe ich noch keine Erkenntnisse, dass etwas unrund sitzt. Die Trümpfe stehen jedenfalls schon mal ganz artig und ich darf hier immer schön in Karo stechen. So, jetzt kann ich natürlich nicht mehr Trumpf ziehen, sonst komme ich zu kurz, muss danach wieder stechen und habe dann das Herz Ass noch nicht raus. Das heißt, ich muss meine Herzfarbe entwickeln. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch. Viererlänge dabei mit der 10. Die Herz 10 ist hier gegebenenfalls sowieso eine tote Karte. Und gegen Herz 3 zu 0 kann ich sowieso auch nicht gewinnen. Also kann die Herz 10 direkt in den Ring geworfen werden. Die müsste das Ass mit sehr großer Sicherheit rauslocken. Dafür kann dann nichts gewimmelt werden auf Herz. Das heißt, dieses Herz Ass oder diese Herz 10, die ich da in den Ring schmeiße, die hole ich mir dann über die vollen in den anderen Farben wieder. Sonst wäre hier vielleicht das Karo Ass dann später reingegangen. Ach nein, Herz Ass war sogar blank, aber auch dann tut es mir nicht leid, denn da seht ihr es, Karo Ass kam zu mir, Karo 10 kommt zu mir, ich hole mir diese Vollen dann wieder zurück, das ist nur Voller gegen Voller, so aber habe ich mehr Kontrolle. Also auch lässig gewonnen das Ding. Drei Spiele sind noch nach und Spieler 2, der hat jetzt 110 Punkte Vorsprung, also den muss ich jetzt langsam noch mal ins Visier nehmen, ein großes Spiel oder zwei kleine, das wäre nötig, um an ihm vorbeizukommen. Aber sicher nicht mit diesem Spiel, da bin ich dann erstmal froh, dass Spieler 3 hier das Rennen macht, damit sich der Abstand nicht vergrößert zumindest. Da geht schon der Herzbube ran. So. Ja, schade. Ich werfe jetzt natürlich die kurze 10, nicht die Karo 10. Karo 10 wimmeln ist jetzt sicher ein besserer Schneider-Freizug. Die Herz 10, die kurze 10, kann ein wenig mehr bewirken, falls jetzt zum Beispiel hier der nächste Kreuzstich auch noch bedient worden wäre. Nehmen wir nochmal an, es wären 6 Trümpfer mit Kreuz Ass zu dritt und vielleicht sogar Herz Ass. Dann kann ich danach auf den Kreuz Königstich noch die Herz 7 schmeißen und danach etwa Herz Ass stechen oder überstechen und habe dann noch für den nächsten Trumpf von meinem Partner Karo 10. So kommt es aber nicht. Jetzt muss ich es mir überlegen. Ja, sieht nicht viel aus, 0 Augen, aber ehrlich gesagt, ansonsten, wenn ich da jetzt nicht übersteche, dann fallen die Trümpfe übereinander. Dann können wir uns da auch nichts von kaufen. Das sieht zwar komisch aus, ich denke aber, dass der Überstich hier korrekt ist, um mir zu ermöglichen, auf den folgenden Trumpfstich von meinem Partner zu wimmeln. Ich lege jetzt hier allerdings erstmal nur die Dame, denn ich habe schon die Hoffnung gehabt, dass mein Partner vielleicht doch noch zwei Trumpfstiche macht und dass entsprechend der Alleinspieler noch in Karo Ass König sitzt. Scheint dann aber nicht der Fall, dann ist es auch egal, denn 32 haben wir. Dann musste ich dafür noch nicht die 10 wimmeln. So, ja, das ist eigentlich ist es nichts. Aber ich höre an eure Worte, an eure Aufmunterung und denke mir, ja, was ist, wenn ich das nächste Spiel auch nicht kriege? Also ich versuche hier noch zwei alte Buben. Manchmal langt das schon. Zumindest noch mal 20. Eigentlich kann ich ja gar nicht rankommen, ne? Ja,
eigentlich kann ich nicht rankommen, und dann das bei 20. Jetzt kriege ich aber selbst ein bisschen ja, Angst vor der eigenen Courage. Was ist das denn jetzt bitte? Ja, ich würde mal sagen, alle parallel einmal die Daumen drücken, tief durchatmen, ein Stoßgebet aussprechen und dann zack. Jawohl, es gibt ja noch das Gute im Skat. Kreuz Ass Pik Ass, das ist ja wie bestellt und nicht abgeholt. Das ist ja herrlich. Es sind nicht nur zwei Asse, es sind auch noch genau die richtigen Asse. Herz und Karo Ass hätten mir bei weitem nicht so gut gefallen. Das muss man sich auch mal vorstellen, dass ich bei so einem Farbspiel noch wählerisch bin und dafür sogar noch belohnt werde. Also, jetzt ist es natürlich ein Keulenspiel. Schöner Sechstrümpfer. Ich gucke nochmal, wie der Punktestand ist. Nein, in diesem Spiel kann ich wahrscheinlich Spieler 2 sowieso noch nicht erreichen. Dann mache ich das sicherere Spiel, das etwas bessere Spiel von der Beikarte. Deswegen wird Pik hier Trumpf. So, nun wollen wir mal einmal eben aufpassen, dass ich nicht gegen diese 18er Reizung nach dieser Superfindung das Spiel verliere. Wir müssen natürlich erst stechen. Dann denke ich einmal Trumpf von oben, um auch kein Problem mit dem Tempo aufkommen zu lassen, denn die Gefahr ist natürlich hier, dass vielleicht 4 Trumpf stehen. Gut, 5 könnten auch stehen, aber da kann ich mich dann im Zweifel sowieso wenig wehren. Einmal von oben und jetzt schon die Beikarte etablieren, nicht mit dem Pik-Buben nachdackeln und damit erlauben, dass möglicherweise Kreuz Lusche blank abgetragen wird oder irgendwie sowas, sondern gleich einmal Kreuz klären. So, 10 Augen für die anderen, das lief schon mal gut, Kreuz stand schon mal ganz artig. Jetzt kann ich hier einen vollen knacken und nun kann ich auch immer noch gucken, wenn Trumpf 2-1 steht, bleiben die Gegner Schneider und wenn nicht, ja, wenn nicht, wie hier, wenn 4 Trumpf dagegen stehen, dann habe ich wenigstens meine Karte schon freigespielt. Dann konnte ich es mir jetzt auch erlauben, dass Kreuz Lusche abgeworfen wird. Selbst wenn Spieler 2 hier die richtige Idee hat und einen vollen legt, wären die Gegner damit ja erst bei 42 und dann können sie höchstens noch den Kreuzkönig mit Ladung bekommen. Das heißt, auch dann wären nur sowas wie 58 möglich gewesen. Ja, 10 Augen mehr wären 58, so haben sie 48. Und ich bin ein Spiel vor Schluss jetzt ganz knapp dran. 3,69 zu 3,96. Also ein beliebiges Spiel. Für mich gewonnen oder für Spieler 2 verloren. Dann habe ich ihn. Spieler 3, gut, der ist wohl weit genug weg. Brauchen wir nicht mehr allzu genau hinschauen. Es sei denn, ich verliere ein ganz teures. Ah, da ist es doch. Da sind sie doch, meine drei kleinen Freunde. Sind sie wieder da? Ich kriege das Spiel für Pass, Pass. Kreuz Ass 10 noch dabei. Das wird doch wohl jetzt ein Spaziergang. Jawohl, Kreuz König kommt noch als Verstärkung. Gut, es ist kein Grang geworden. Man kann ihn spielen, muss man aber nicht. Vor allen Dingen so wahnsinnig viel weiter nach vorne bringt er mich auch nicht. 48 statt 22 oder 33, das ist ein marginaler Unterschied nur. Der wird mich im Turnier gar nicht so weit nach vorne bringen. Falls ich ihn aber verliere, dann wäre es dramatisch. Deswegen Pik ganz sicher hier die richtige Ansage. So, Trumpf steht glatt. Dann geht es jetzt nur noch um Schneider. Abwurfherz Karo Lusche wäre natürlich möglich, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, Spieler 2, dem natürlich da das Trumpf Ass in der Hand brennt, der könnte jetzt natürlich eine Blanke aufgespielt haben und hat dann einen Überstich. Das versuche ich lieber erstmal zu entschärfen und hoffe jetzt, dass nicht 21 in Karo fallen. Ja, das ist auch nicht der Fall. Karo Ass 10 war in einer Hand. Damit habe ich jetzt hier noch ein 33er Spiel eingestreut. Pik einfach Schneider. Und ja, die gute Nachricht, am Ende, erst nach Spiel 12, liege ich dann doch wieder vorne und habe den Tisch im Griff, brauche also nichts ausbezahlen, hoffe natürlich trotzdem, die anderen hatten auch ihren Spaß. Spieler 2, kein schlechtes Ergebnis, 4 zu 0, solide, 3,96, konnte jetzt gegen diesen, ja, gut gelaunten Endspurt meinerseits nichts ausrichten, habe im Moment eine ganz gute Form, guten Bauch. Hat sich in den letzten Listen auch immer gezeigt. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich so jetzt auch noch weiter durch den Sommer komme. Und wir sehen uns, ja, ich glaube, ein, zwei Videos werden wir noch sehen, bis ich dann ein bisschen auf Tauchstation gehe. Darauf freue ich mich schon. Bis bald und wie immer, gut platt.